Dieses Handyvideo zeigt den Moment des Überfalls. Als Müllmänner verkleidet und am helllichten Tag verstauen die vier Täter in aller Eile ihre Beute in einem weißen Sack. Ein Wachmann liegt offenbar verletzt am Boden. Für Augenzeugen Momente voller Angst. Die Pistole hatten die auf uns gerichtet und da hatten zwei andere, haben die Geldsäcke da haben die verlegt und sie haben den Kofferraum gar nicht so richtig zubekommen. Und einer hat einen Mensch auf dem Boden festgehalten. Das war wahrscheinlich von dieser Firma, wo das Geld drin ist. Der hat den festgehalten. Beide Wachmänner werden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sie waren gerade dabei, einen Geldautomaten zu befüllen, als sie überfallen werden. Die Täter setzen Reizgas ein. Dann schaffen sie das Geld weg, flüchten in einem PKW. Wir haben kurze Zeit später in der Bessemerstraße einen brennenden Audi vorgefunden. Die Hinweise verdichten sich, dass es sich hierbei um das Tatfahrzeug handelt. Der Raubüberfall passiert vor einer Bankfiliale direkt am Kurfürstendamm, einer schon am Morgen belebten Einkaufsstraße. In den vergangenen Monaten wurden in der Hauptstadt immer wieder Geldtransporter nach einem ähnlichen Muster überfallen, zuletzt Mitte Dezember im Parkcenter in Treptow. Beute damals rund 220.000 Euro. Ob ein Zusammenhang mit der Tat heute besteht, wird nun ermittelt. Die Polizei untersucht auch, ob Spuren zu kriminellen Clans führen.